Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Impuls-Podcast. Mein Autorenname ist Marinja und heute möchte ich über die bedingungslose Liebe reden. Ich persönlich habe es so erlebt, dass ich immer das Gefühl in mir spürte, dass ich dann geliebt werde, wenn ich etwas leiste, wenn ich mich nach bestimmten Vorgaben verhalte und wenn ich anderen gefolle. Dann werde ich geliebt. Ich kannte es nicht, dieses Gefühl von ich werde geliebt, weil ich bin, wie ich bin. Ich werde geliebt, auch wenn ich nichts tue. Ich werde aufgefangen, auch wenn ich vielleicht nicht dem entspreche, was andere von mir erwarten. Und diese Art zu leben hat mich meine gesamte Energie gekostet. So richtig begriffen habe ich es, glaube ich, erst vor 1,5 Jahren, als ich begriffen habe, dass ich so nicht mehr weiterleben möchte und dass ich endlich das Gefühl in mir spüren möchte, vom Leben selbst bedingungslos geliebt zu werden. Und es fiel mir so unendlich schwer, mich fallen zu lassen, weil ich ja immer gelernt habe, wenn ich mich fallen lasse, fängt mich niemand auf. Und vor 1,5 Jahren habe ich mich fallen gelassen und das Leben hat mich aufgefangen. Sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen und diesen Mini-Podcast für dich drehen. 2012 wurde mir das erste Mal bewusst, dass ich bedingungslose Liebe in meinem Gefühl nicht abgespeichert habe. Denn dort traf ich auf einen Menschen, bei dem ich wirklich Liebe spürte. Bei dem ich mich wirklich komplett geöffnet habe und den ich wirklich komplett in mein Herz lassen wollte. Den ich geliebt habe, obwohl er mir regelmäßig gesagt hat, dass er es nicht wert ist, geliebt zu werden. Und ich habe nicht verstanden, warum er immer wieder sagt, er ist es nicht wert, geliebt zu werden. Und heute weiß ich, dass er mir genau das gespiegelt hat, was ich eigentlich unbewusst zu mir lebte. Bedingte Liebe. Damals fiel es mir so unendlich schwer, das mit anzusehen, wie er sich selbst fertig macht und wie er glaubt, nicht liebenswert zu sein. Und heute bin ich dankbar, dass er mir gezeigt hat, wie ich mit mir selber umgegangen bin. Es fällt mir schwer, über dieses Thema zu reden, aber da es mich heute wirklich schon den ganzen Tag begleitet, habe ich gedacht, es ist vielleicht das richtige Thema und der richtige Zeitpunkt, das Thema einmal kurz anzusprechen. Ich wünsche uns allen, dass wir das Gefühl wieder lernen dürfen und spüren dürfen, dass uns das Leben bedingungslos liebt und dass wir es wert sind, bedingungslos geliebt zu werden, auch wenn wir einmal nichts leisten, wenn wir mal nicht funktionieren, wenn wir nicht können, wenn wir eben nicht den Vorstellungen von anderen Menschen entsprechen, weil es darum einfach nicht geht. Es geht darum, dass wir wir selbst sind und dass wir unseren eigenen Impulsen folgen, unserer eigenen Intuition, und jeder Weg von jeder Seele ist anders und jeder lebt in seiner eigenen Welt und das gilt es zu respektieren und zu wertschätzen. Ich bin dankbar, dass ich den Weg wieder zurückgehen darf zur bedingungslosen Liebe zu mir selbst. Und das wollte ich dir heute auch mal auf den Weg mitgeben, dass du vielleicht mal für dich hineinspürst, inwieweit du dich selbst bedingungslos lieben kannst.